So Leute, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd, der Wedlock Challenge, yay! Im letzten Part haben wir ja Svenja und Ben besiegt, doch leider mussten wir zwei Opfer in Kauf nehmen. Tut mir nochmal leid an Shoki-chan und den lieben Dudi. Wollte ich natürlich nicht, aber kann man nichts machen. Ich habe auch entscheiden lassen, welcher der sechs Paare ich jetzt ins Team nehmen soll. Und die Wahl war von eurer Seite aus relativ eindeutig. Also ihr habt mich nicht so eindeutig entschieden. Ich muss sagen, ich hätte sogar die beiden... Obwohl, nee, Wasser haben wir gar nicht. Nee, ich weiß nicht. Am Anfang hätte ich die beiden bevorzugt, aber wir haben ja schon Wasserpuppen. Von dem her ist eure Wahl völlig legitim. Ihr habt doch für eine Elektroimmunität entschieden mit Kleinstein und für ein Geist-Pokémon. Also Kleinstein aka TomTom und Geist-Pokémon Alina. Ja. Und das machen wir auch, so wie ihr das wollt. Leider hatte ich keine Zeit, sie jetzt ein bisschen zu trainieren, deswegen machen wir es so. Ich nehme den EP-Teiler hier von Gaia weg und gebe es der lieben Alina. So, EP-Teiler für dich. Dann setzen wir Gaia mal gleich an die erste Stelle, denn er kann ein bisschen trainieren. Ich weiß noch nicht, ob ich sie zum Kampf kommen lasse, die beiden neuen. Oh, hey Team Magma, was macht ihr denn hier? Nicht gerade gesprächig, die werten Herren. Gut, folgen wir ihnen mal. Vielleicht finden wir da ja was Interessantes. Ja, das ist nur ein Fels, ich weiß. Starte nicht so alt, verdammte Scheiße. Okay, ganz viele Magma-Rüpel. Dann fangen wir gleich mal an, die zu bekämpfen. Und während wir sie bekämpfen, kann ich ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und zwar habe ich im letzten Part vergessen, das Trainingsvideo zu verlinken, welches ich doch gemacht habe, werde ich noch nachholen, beziehungsweise habe das Video noch gar nicht gerendert. Aber so, damit ihr halt wisst, so ja, ich habe trainiert und so weiter und so fort. Ich glaube, ihr glaubt es mir sowieso, aber einfach der Vollständigkeit halber werde ich das nachholen. Und ja, ich glaube, ich werde während der Pokémon Y laufen habe, was übrigens voraussichtlich morgen starten wird, werde ich wohl oder übel das Smaragd zumindest ein bisschen drosseln. Ob ich es ganz pausieren werde, weiß ich nicht, aber gedrosselt wird das Ding auf jeden Fall. Also rechnet nicht jeden Tag mit einem Part. Jetzt, die letzte Zeit kam eh nicht jeden Tag ein Part, sondern freut euch, wenn mein Part kommt. Ich muss ja jetzt eh sowieso ein bisschen trainieren und so weiter und so fort. Von dem her trifft sich das ganz gut, so finde ich auf jeden Fall. Ey, wir können mal schauen, was Alina und TomTom für Attacken haben. Das wäre doch gar nicht mal so schlecht. Mal schauen, Alina. Gesichter. Oh mein Gott. Wirklich? Oh nee. Finale. Ja, du bist auch Finale. Oh man, wenigstens Intensität ist eigentlich ganz gut. Wisst ihr was? Lass uns mal ein bisschen mit TomTom kämpfen. Sie sollen ein bisschen zeigen, was sie drauf haben. Und so stark sind die Magma-Rüpel hier auch nicht. Von dem her sollten wir das eigentlich doch, denke ich zumindest, hinkriegen. Ein bisschen Vorsprung können wir auch. Gleich mal zeigen, was eine Intensität drauf hat. Bam! One-Hit-KO, sehr gut. Oh, du bist... Sorry, das ist gar nicht TomTom, sondern Rommler. Tut mir leid, sorry. Aber beide haben N im M im Namen, deswegen habe ich sie verwechselt. Nee, tut mir echt leid, Rommler, natürlich du, Tobi Rommler. Ich weiß sogar deinen Vornamen, also musst du es mir verzeihen. Ah, tut mir leid, sowas ist peinlich, aber kann passieren. Es sind halt so viele Namen und ich bin so schlecht im Namen merken und Bli und Blau und Blub, ah. Was soll ich sagen? Aber mit Alina muss ich sagen, können wir jetzt nicht wirklich so gut kämpfen. Da hat Schwebe drauf, oder? Da hat Schwebe drauf. Schauen wir mal. Ja, da hat Schwebe drauf. Ah, toll, dann machen wir halt Walzer. Walzer ist ganz okay. Okay, nee, der hat was, wahrscheinlich Sandschleier. Mist. Aber gut, hoffen wir mal, dass wir ihn mit Walzer treffen, denn dann wird die Attacke ganz schön stark.
und dann bashen wir ihn. Ja, noch einmal walzen und er ist besiegt. Sehr gut. Du hast noch ein Pokémon? Nee. Der liebe Rommler hält doch einiges aus. Aber mal schauen, wie er sich gegen diesen Team Rocket Rüpel schlägt. Wann entwickelt sich der Kleinschein nochmal? So lange dürft's. Nein. Er hat einen Mann, nein. Is no good, is no good. Oh Mann, mein Angriff wird gesenkt. Intensität. Was könnte ich natürlich machen? Ich könnte natürlich Finale einsetzen. Aber wir wollen. Oh, Intensität 4. Ist das dein Ernst, Rommler? Kleinstadt sieht eigentlich von hinten ganz cool aus, muss ich mal sagen. Machen wir es mal wieder mit Walz. Obwohl, ne, er hat Sandwirbel eingesetzt. Brilder. Oh, okay. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Garados! Sehr gut, wieso nicht? Aber Garados muss jetzt leider drin bleiben, da Garados noch immer keinen Partner hat. Leider, leider, leider. So, weg mit Magnein. Hier, Pokémon Y. Ich werde vielleicht sogar noch ein Infovideo hochladen, wo ihr dann so die Soundqualität begutachten könnt von meiner Aufnahme. Vielleicht mache ich es auch nicht, ich weiß nicht, mal schauen, mal gucken, ne? Aber einfach so, damit ihr so wisst. Weil ich weiß nicht, ich muss das ziemlich umständlich aufnehmen, den Sound. Aber das werde ich dann, falls ein Infovideo dazu kommen sollte, werde ich es in diesem erwähnen, keine Angst. Aber ich will jetzt nichts versprechen, von dem her, lass mir das Thema mal bleiben. Was gibt sonst noch so schönes? Beyond Two Souls, schaut euch das Projekt an, es ist so toll, es ist toll, es ist toll. Es ist ein, ja man muss fast sagen, ein interaktiver Film. Aber Filme sind doch schön, vor allem wenn sie so um die 8 Stunden lang sind. Hallo, was kennt ihr denn für Filme, welche 8 Stunden lang sind? Und ich habe richtig Bock, so viel davon zu spielen, aber das Ding ist, ich will nicht mehr aufnehmen, als ich kann, weil wenn mir irgendwann mal mein Commentary, wenn es so anfängt, mir nicht mehr zu gefallen, dann will ich nicht mehr aufnehmen, weil dann bin ich mit den Videos nicht zufrieden. Ihr werdet es vielleicht schon, weil keine Ahnung. Aber ich werde es auf jeden Fall nicht, von dem her, nein! Nein! Oh nein, weh, die haben so starke Pokémon wie Magnein und so, dann... Zubat, okay, Zubat sollte kein Problem sein für Rommler. Rommler, der Trommler. So, Steinwurf. Come on, Baby. Give it to me, Baby. Aber Biss, ja, ich merke gerade, Biss ist eine ziemlich starke Attacke. Also... eine ziemlich schlechte Attacke für Rommler, weil Rommler hat zwar einen richtig hohen physischen Angriff, aber die spezielle physische Verteidigung und die spezielle Verteidigung ist jetzt nicht so gigantomatisch. Ich kann es übrigens auch verstehen, manche von euch haben gesagt, ey VK, ich werde hier Dingens Pokémon Y nicht schauen, das Projekt, weil ich es selber spielen will, kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ist eure Entscheidung. Oh mein Gott. Angeberei. Fuu you, Mann. Komm bitte. Rommler, triff. Triff bitte. Bitte, Rommler. Okay, die Masse. Kein Problem, wir sind sowieso langsam. Komm ein bisschen vorgespult, kann das schon sein. Oh nein, Rommler, das gibt's doch nicht. Du willst mich doch echt verkacken, Supertrank. So, Schnüffel. Ja, schnüffel du nur an einem Stein. Kein Problem. Du wirst es aber nicht als dein Revier markieren können. Oh nein, komm Rommler, sei nicht so. Ja, Brüller. Oh, leck mich doch. Moment, was hat er? Er hat Schnüffler, Brüller, Angeberei und... Schnüffler, Brüller, Angeberei und... Grimasse. Also er kann uns auf jeden Fall keinen Schaden zufügen. Deswegen setzen wir mal Konfusstrahl ein. Komm schon. Ey, das gibt's doch nicht. Alle meine Pokémon... Geht doch. So, mal schauen was... Ja, okay. Kein Problem. Dann mach dich halt Gaia fertig. Nicht so tragisch. So, komm, das spulen wir ein bisschen vor. Zack, weg mit dir. Sehr schön, Alina erreicht Level 30. Das ist doch schon mal was Gutes.
Und dann schauen wir mal, was der letzte Team Rocket Triple so zu bieten hat. Anstatt dass man einfach einen Trainer da hat mit drei Pokémon, hat man drei Trainer mit einem Pokémon. Ja, ob das jetzt die Revolution des Jahrtausends ist, weiß ich jetzt persönlich nicht, aber gut. Ich kann es nicht oft genug sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf Pokémon Y. Das wird richtig genial, da bin ich mir sicher. Es wird einfach genial, meine lieben Freunde. Hier, Walzer, Berdowns. Komm, das können wir auch ein bisschen vorspulen, so. Was, Walzer ging daneben? Habe ich das richtig gesehen? Komm schon, mach's jetzt fertig. Gut so. Sehr gut, Trommler, damit haben wir die drei hier auch besiegt. Ich werde den Part nicht allzu lang machen, weil ich den Part noch heute hochladen will. Okay. Da ist Troy. Troy McClure. Troy McClure. Ja, egal. Da setze ich aber sicherheitshalber doch lieber den Gaia wieder an die erste Stelle. Zusammen mit Virgilia. Denn, im Moment reden wir erstmal mit den Typis. Spannende Musik. So setzen wir uns erstmal ein bisschen hin und ruhen uns aus. Puh, es ist ziemlich anstrengend, so die Welt zu retten. Findet ihr nicht auch? Also, ich finde schon. So. Für das Thumbnail machen wir so. Oder so. Oder so. So. Egal. Team Magma. Was wollt ihr mit dem Raketentreibstoff? Da du so wissbegierig bist, werden wir dich aufklären. Wir wollen den Treibstoff über den Schlotberg abwerfen. Nun, wo Grudon weg ist, hat dieser Berg keinen Nutzen mehr für uns. Daher werden wir den Vulkan mit Hilfe des Treibstoffs zum Ausbruch bringen. Das wird wild. Was? Ah, hallo? Hier. Geh aus dem Weg, du wagst es uns aufhalten zu wollen. Bocker, hilfst du mir? Dann lass uns als Team kämpfen. Bist du bereit? Yo, let's go. Ah, ich kann sogar auswählen. Gaia, Virgilia und Chris, weil der hat halt keinen Partner. So, dann lass uns mal loslegen. Bim, 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 bim. Ah, Metang. Alter, was für ein hohes Level haben seine Pokémon denn? Kann es sein, dass die gegnerischen Pokémon auch ein ziemlich hohes Level haben? Mann, nein. Kamerupt. Oh nein. Verdammte Axt. Das kann böse enden. Das kann böse enden, meine lieben Freunde. Mogelhieb hier. Bam. Ich konzentriere mich mal auf Kamerupt. Bitte nicht auf mich. Okay, sehr gut. Wenn Metang jetzt trifft, dann, oh, dann zieht es so viel von viel Schaden ab, das glaubt ihr gar nicht. Komm schon, Metang, triff. Du schaffst das. Sehr schön, Metall auf Magnein. Sehr fein, das sollte vielleicht sogar reichen. Nein, nicht ganz. Kamerupt schreckt zurück, das war ja klar. Armstößchen auf das Kamerupt. Nicht auf mich. Werden wir uns Gaia verletzt, sich selbst. Meine Pokémon verletzen sich die ganze Zeit selbst, was soll das? Ja, wir sind alle verwirrt. Okay. Er ist auf jeden Fall schneller. Das ist, keine Ahnung, ob das gut ist, ob das schlecht ist. Das ist auf jeden Fall irgendwas. So, X-Bad. Oh nein, X-Bad. Komm, Gaia, bitte triff. Bitte, Gaia. Ey, wieso habe ich so ein Pech? Das gibt's doch nicht. Das gibt's einfach nicht. Wisst ihr was? Ich setze Virgilia ein. Ich muss fast schon Virgilia einsetzen, weil wenn hier jetzt irgendwie, was könnte's? Flügelschlag, ja genau, wenn das zum Beispiel kommt, dann sieht unser Guy jetzt nicht so toll aus. Aber, das ist schon mal gut. Metang ist nicht mal für... Nein, greif doch X-Bad an, ich werd Kamerupt schon mit einem Surfer niederringen, kein Problem. Oh, greif doch X-Bad an, das muss ein bisschen mehr Schaden einstecken. So, X-Bad wird auf jeden Fall schneller sein als wir, da bin ich mir sicher. Horrorblick. Ja, okay. Horrorblick hat es eingesetzt. Ist jetzt nicht so tragisch, dass Kamerupt erstmal weg ist. Und X-Bad wird auch ziemlich überhaupt nicht geschwächt. Oh. Okay, ich dachte, das zieht ein bisschen mehr ab. Aber wir sind völlig andere Level, das gefällt mir gar nicht, Mann.
Ich werde auf jeden Fall bis zum nächsten Part relativ viel trainieren, das heißt relativ viel. Und ich werde auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Also da dürft ihr auch sicher sein. Komm, mach jetzt endlich auf X-Bad. Nein, wieso auf Magnein? Oh, gar nicht mal so schlecht. Magnein ist auch erledigt. Sehr gut. Gut, dass du auf Magnein gemacht hast. Genau das wollte ich nämlich. Goldbad. Der kann sich kein X-Bad leisten, deswegen ein Goldbad. Ja, jetzt kann alles ziemlich riskant sein, ja. War ziemlich klar, dass er das macht. Und ich bin, so wie ich mein Glück kenne, wird sich die liebe Virgilia auch wieder selbst verletzen. Ist irgendwie fast schon klar. Aber gut, die Hoffnung stirbt zuletzt. Los, Virgilia. Unglaublich. Sehr schön, Virgilia. Gut, machen wir gleich weiter, so wie wir angefangen haben. Okay, Flügelschlag. Wir halten noch einen Flügelschlag aus. Ja, und... Alter, nein! Wenn sie sich jetzt selbst verletzt. Bitte, Virgilia. Nein! Oh, zum Glück! Boah, Gott sei Dank, Mann. Ey, ich hab so ein Pech, aber dann auch wieder so ein Glück. Das gibt's nicht. Oh, mein liebes Gottchen. Das Herz. Mein Herz, Alter. Mein Herz. Sorry, ich mach jetzt gar nichts mehr. Metang soll alles selbst regeln. Obwohl, nur noch Golbat ist übrig. Nee, nee, nee. Mark wird noch ein Pokémon einschicken. Nicht nur Golbat ist übrig. Ich bin gerade ein bisschen angespannt. Aber Kamerup können wir locker fertig machen mit einem Surfer. Komm. Flügelschlag. Das hältst du locker aus. Und jetzt triffst du. Du triffst Virgilia. Das gibt es doch nicht! Wieso triffst du nie? Mann, meine... Ey, wenn ihr mir sagt, ihr habt kein Pech, dann lügt ihr einfach. Ihr lügt. Ihr seid verdammte Lügner, wenn ihr das behauptet. Das gibt's nicht, Mann. Es nervt schon ein bisschen, muss ich sagen. Ja gut, greif Golbat an. Sehr schön. Golbat ist schon mal down. Damit eine Gefahr weniger. Steinhagel oder so könnte uns ganz gefährlich werden, aber Metang hat zum Glück Reflektor noch eingesetzt. Da habe ich ein bisschen weniger Angst, dass es die Virgilia besiegen würde. Oh. Wieso versuche ich es überhaupt noch? Wieso versuche ich es überhaupt noch, hä? Ich sollte gleich aufgeben. Ey, das gibt's doch nicht. Das... Ja! Danke, danke, danke. Wurde auch mal Zeit. Und durch die ganze Amnesie wird's natürlich auch kein One-Hit-KO. Yay! Supi, mega toll. Zumindest ist unsere Virgilia in Sicherheit. Also solange er Erdbeben einsetzt, kein Problem für mich. Tut mir leid, Metang, du hast wirklich gute Arbeit geleistet, aber es hätte nicht sein sollen. Stolos ist natürlich die viel bessere Wahl. Ist ja nicht so, dass ein Erdbeben ihn völlig wegbashen würde. Nö, 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 nö. So, wir haben Mark und den Team Rocket Rüpel da besiegt. Ah, Team Rocket, Team Magma Rüpel, den Vorstand Kalle. Ich wollte doch nur die Landmassen vergrößern. Ich stehe auf der Seite vom Boss. Geh auf Seite, du Schlampe. Wir konnten den Vulkan nicht zum Ausbruch bringen. Wir konnten Grudo nicht kontrollieren. Ist unser Plan, die Landmassen zu vergrößern, vielleicht doch falsch? Wenn wir Team Magma uns geirrt haben, dann liegt Team Magma mit seinem Plan, erstmal auszuweiten, vielleicht genauso falsch. Natürlich. Gut, wir werden den Treibstoff hier lassen. Es gibt wichtigere Dinge, um die ich mich kümmern muss. Hä? War das nervenzerreißend? Danke, Fokker. Ich habe etwas, das ich dir als Dankeschön für deine Hilfe geben möchte. Komm bitte, mich bitte besuchen. Ach so, ich lebe nicht in Metaros City. Ich lebe hier auf dieser Insel. Gut, aber wir werden den lieben Troy erst im nächsten Part besuchen. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, wann auch immer das sein wird. Ich werde ein bisschen aufs Screen trainieren.
Also bis dahin, mein lieben Freunde, man sieht sich, schönen Tag noch. Und Tilly.